Seid ihr auch Warmduscher? Also die allermeisten Menschen lieben es, warm zu duschen, aber ob das unbedingt vorteilhaft ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Heute geht es darum, den Vagusnerv zu stimulieren. Und was das Ganze mit Kaltduschen zu tun hat, das verrate ich dir heute und jetzt. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es in Teil 4 darum, den Vagusnerv zu stimulieren, aber mit einer Technik, die wahrscheinlich schon die meisten kennen, die aber wirklich super, super gut ist. Man hat schon, das ist kein großes Geheimnis, schon von sehr vielen Jahren herausgefunden, dass der Parasympathikus und der Sympathikus sehr, sehr gut wieder in die Mitte zu bringen sind, wenn man kalt warm duscht. Warum ist das Ganze so? Es ist nicht, dass du mich richtig verstehst. Es ist nicht schlecht, dass du warm duschst. Es fühlt sich ja auch gut an und ich dusche auch super gerne warm. Ist ja ein tolles Gefühl, würde ja lügen, wenn es nicht so ist. Und du kannst auch von mir aus immer und immer weiter warm duschen. Aber wenn du Wechselduschen machst, und dass wir uns jetzt richtig verstehen, du musst nicht wie die Saunagänger jetzt in eine Sauna gehen und danach ins eiskalte Wasser springen. Das wäre auch für einen Anfänger absolut ungesund. Für einen Vorangeschrittenen ist das wirklich sehr, sehr gut. Für dich, wenn du Anfänger bist, lass das. Du kommst dann um Gottes Willen nicht auf die Idee. Bitte. Aber fang doch mal an, wenn du zum Beispiel in der Früh immer duscht und es dir angewöhnt hast, dir deine warme Dusche zu machen, einmal kurz das Wasser kalt zu machen. Nicht eiskalt, aber kalt. Und wichtig ist dabei nicht unbedingt dieses Schwunghaft, also dieses Herantasten, sondern dieses Schwunghafte. Also, dass du den Wasserhahn auf kalt machst, nicht eiskalt, aber kalt, und dann das kalte Wasser anfängst hier hinten über deinen Nacken laufen zu lassen. Mach das einfach mal so 20, 25, vielleicht 30 Sekunden, dann stellst du wieder auf warm um. Und dann wechselst du das Ganze immer und immer wieder. Wenn du das die ganze Zeit machst und tust, dann tust du auch mit dieser sehr leichten und simplen Technik deinen Vagusnerv immer weiter stimulieren. Und wir wissen ja, das ist das Ziel dieser Videoreihe. Wir wollen den Vagusnerv stimulieren, weil der Vagusnerv den direkten Zugang zum Parasympathikus hat. Und wir Menschen, die so unter Angststörungen und Stress und innere Unruhe und vielleicht ja auch Burnout leiden, wir brauchen viel Parasympathikus. Viel, viel Parasympathikus, um wieder zur inneren Ruhe zu gelangen. Wenn du neu bist in dieser Serie Vagusnerv stimulieren und aktivieren und du die anderen Teile noch nicht angesehen hast, dann kannst du, wenn du möchtest, Teil 3 und Teil 2 in der Endcard anklicken und dir diese Videos auch ansehen. Das sind die anderen Tipps, wie man den Vagusnerv stimulieren kann. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.